Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Fans, moin zur 62. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute wird gefeiert, denn es gibt den Nordsee-Podcast jetzt seit einem Jahr. Ja, auch wenn es 62 Folgen gibt. Ich habe irgendwann im Winter mal ein kleines Feuerwerk gemacht und über Weihnachten ganz, ganz viele Folgen hochgeladen, damit der Nordsee-Podcast da nochmal ein bisschen bekannter wurde. Deswegen haben wir jetzt 62 Folgen. Aber ich habe ihn letztes Jahr Ende August hochgeladen. Tja, und in dem Jahr ist viel passiert. Der Nordsee-Podcast wird inzwischen in 106 Ländern gehört und ist über 80.000 Mal heruntergeladen worden. Also total faszinierend für einen privaten Podcast und ja, er ist jetzt schon auch ganz schön bekannt. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Podcast Buchplausch. Die interessierten sich auch für Nordsee-Themen und Nordsee-Bücher und das war ein total schönes Gespräch, in dem ihr ein bisschen mehr über mich erfahrt, warum ich eigentlich so leidenschaftlich für die Nordsee bin. Tja, das war ein längeres Gespräch, das ich mit Anja Kalischke-Bäuerle und Anne Peißler geführt habe. Mitte Juli war das. Und das könnt ihr euch diese und nächste Woche anhören. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir fragen, was liest eigentlich heute eine unfassbar faszinierende Journalistin, Podcasterin, Autorin, keine Ahnung, Bärbel, du hast schon 1000 Sachen gemacht. Herzlich willkommen, Bärbel Feening, hallo. Dankeschön, schön, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich total. Sehr gerne und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, oh Gott, es gibt so viele Themen, über die wir jetzt reden müssen, der Podcast wird etwas länger, weil wir nehmen euch jetzt heute mit an die Nordsee. Heute ist unser großes Thema Nordsee mit allem, was dazugehört. Das ist ganz genau dein Thema, Bärbel. Ich liebe die Nordsee. Du hast nämlich einen Podcast dazu, aber auch alles, was dich sonst so umtreibt, hat, glaube ich, alles irgendwie mit der Nordsee zu tun. Insofern erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen so was zu deiner Leidenschaft zum Thema Nordsee mit allem, was dazugehört und natürlich auch zu deinem Podcast. Also ich bin ja ein ganz bisschen noch mit Ebbe und Flut aufgewachsen in Papenburg, da wo die großen Schiffe gebaut werden. Und ich kann mich, da war die Meierwerft noch viel kleiner, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Opa direkt in der Stadt damals noch an einem anderen Werftgelände gelegen habe, wo die Schiffe vom Stapel liefen. Also damit bin ich schon groß geworden. Dann sind wir regelmäßig immer an die Nordsee gefahren mit meinen Eltern. Mehr ans Festland, nicht so sehr auf die Insel, weil meine Mutter nicht Schiff fahren mochte. Aber ich kenne das Leben mit Ebbe und Flut und das hat mich irgendwie immer tief berührt. Und ich bin Journalistin, ich arbeite für den NDR freiberuflich seit fast 25 Jahren. Also habe früher aktuell gearbeitet, dann aber irgendwann meinen Schwerpunkt auf norddeutsche Reisethemen verlegt. Ich habe lange die Sendung Nordtour moderiert, das ist ein norddeutsches Reisemagazin. Und ich arbeite auch seit vielen Jahren für den Nordsee-Report. Das ist ein
Magazin, was es einmal im Monat im NDR-Fernsehen gibt, das sich nur um Nordsee-Themen rankt. Also nicht unter touristischen Gesichtspunkten, sondern eher, dass du Geschichten von Meer erzählst oder von den Menschen, die am Meer leben und arbeiten. Ja, und letzten Sommer hörte die Moderation auf, weil der Sender sich eine Veränderung wünschte. Ich hatte das auch 12 Jahre gemacht, war auch alles gut. Und dann habe ich gedacht, ich will auch was anderes. Also ich will jetzt nicht Moderationszeiten hinterher trauern, sondern das hat sich gerade, es tut sich ja gerade technisch so viel. Und das Thema Podcast, also ich hatte selbst im Lockdown so viele Podcasts gehört. Und dann war auch eine Frau, die sagte dann, ja, und dann nimm doch diese Zeit, um dich selbst neu zu erfinden, diese Lockdown-Zeit. Und wenn du einen Podcast machen willst, dann mach doch einen Podcast. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt einen Podcast. Und dann habe ich mich irgendwie den Sommer über damit beschäftigt, wie man eigentlich Podcasts produziert. Und habe dann, dadurch, dass ich, weiß nicht, 12, 15 Jahre immer an der Nordsee unterwegs bin und zwischen, also für den Nordsee-Podcast, nee, für den Nordsee-Report dreht man sogar auch in Holland und in Dänemark. Deswegen habe ich echt ein großes, großes Netzwerk an der Küste. Und dann habe ich ungefähr vor einem Jahr war das, habe ich dann die ersten Insulaner angerufen und habe gesagt, so, ich mache jetzt einen Podcast, können wir ein Interview machen? Da wussten noch nicht so viele, was Podcast ist, hatte ich das Gefühl. Also man kannte diesen Coronavirus-Update-Podcast, aber was ich jetzt mit meinem Nordsee-Podcast will, das wussten sie noch nicht so sehr. Und ja, aber die haben gesagt, okay, lass uns machen. Und dann bin ich angefangen. Und inzwischen habe ich, jetzt gerade ist die 55. Folge gestern herausgekommen. Und inzwischen ist es total leicht, Interviews zu vereinbaren, weil der Podcast jetzt an der Küste schon ganz, ganz bekannt ist. Und ich habe inzwischen Hörer in 105 Ländern. Also das finde ich total faszinierend, wie sich das verselbstständigt dann plötzlich. Also und das Konzept ist das, dass ich zwischen Borkum und Sylt Woche für Woche einen Menschen vorstelle, der an der Nordsee zu Hause ist, der von seinem Leben mit Ebbe und Flut erzählt, der von dem Alltag mit Touristen erzählt oder der im Watt unterwegs ist oder immer auf dem Wasser unterwegs ist. Oder jetzt gestern hatten wir einen, der vom Festland kommt, der in der Nähe von Schlütsiel wohnt, der vor ein paar Jahren Liebeskummer hatte und da am Hafen saß und auf die Halligen guckte. Und er hatte gerade von irgendeinem Konzertveranstalter gelesen, der immer Konzerte in Berlin auf dem Wasser organisierte. Und dann hat er gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich mache jetzt Konzerte auf den Halligen. Und ist dann angefangen, also Kultur auf den Halligen heißt sein Projekt. Und ist dann angefangen, ganz klein auf den Halligen was zu veranstalten, hat die Halligbewohner informiert und die haben gesagt, ja, morg man, also das heißt, ärger uns nicht, überleg dir, was du machst, aber okay, go for it, ungefähr. Das steckt hinter dir, okay. Und dann hat er gesagt, da ist er schon im März angefangen, da war das viel zu kalt und einmal hatte er irgendwie nur 7 Teilnehmer, aber auch 7 Leute, die da auftraten. Und er hat immer gedacht, was mache ich nur hier? Bis er es geschafft hat, über irgendwelche norddeutsche Connections Santiano auf die Halligen zu holen. Oh, wow. Und dann war natürlich mords was los da. Alle Schiffe an der Nordseeküste, da die zwischen den Föhr, Amrum und den Halligen hin und her pendeln, mussten an dem Tag die Fans auf die Hallig Langenest transportieren. Ne? Und ja, dann hatte er natürlich gewonnen. Und Torfrock, das ist auch so eine norddeutsche Band, die trat da auf. Und jetzt hat er richtige Größen. Also jetzt kommt Fool's Garden zum Beispiel bald auf die Hallig. Und er organisiert einmal im Monat 3 Konzerte, also immer ein Wochenende, sodass man dann fürs ganze Wochenende dahin fahren kann. Oder man kann auch nachts eine halbe Stunde nach Konzertende zurückfahren. Ja, und der macht das halt mit Leidenschaft, weil er die Nordsee so liebt. Das erzählen die dann auch immer, ne? Also, und das ist irgendwie Nordseeliebe Woche für Woche in einer neuen Definition. Und das macht einfach total viel Spaß. Das ist total schön. Das heißt, also du greifst bei deinen Gästen auf dein Netzwerk zurück, was du schon hast. Aber da kommen doch bestimmt auch Leute auf dich zu, oder? Ja, inzwischen schon. Na? Also das ist immer so. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja so speziell ist, ne, dass man sagt, Mensch, das ist ja, ne, mein Zuhause, mein Thema, was auch immer. Das nimmt die Leute mit Sicherheit so emotional einfach auch mit, ne?
Ja. Und die haben leuchtende Augen, wenn ich komme und mich mit ihnen darüber unterhalte, was sie machen und weshalb sie die Nordsee so lieben. Und ich finde, das Tolle am Podcast ist auch einfach, dass man Zeit hat zu reden. Also ich habe ja auch viele Fernsehfilme entlang der Küste gedreht und da musst du immer darauf achten, welchen O-Ton nimmst du jetzt? Und sieht der da auch gut aus und ist das Licht richtig und formuliert er richtig? Aber jetzt in so einem Podcast kannst du einfach eine halbe Stunde in Ruhe reden und es wird einfach nicht langweilig, was die erzählen. Ja. Warum ist es denn für dich eigentlich die Nordsee geworden, geblieben? Also was verbindest du damit? Ich mag diese Energie. Ich mag dieses, da ist gerade nichts und dann ist da so viel, diese Abwechslung. Ich mag diesen riesigen Himmel. Ich mag es, auf den Horizont zu gucken und die Gedanken zu sortieren. Ich mag, also es hat auch so viele symbolische Bilder. Ich mag diesen Wind, der von vorne kommt. Ich mag es, dass ein kräftiges Gewitter kommt oder ein Sturm kommt und dann sieht alles wieder anders aus und alles ist geklärt. Ja, ich mag diese Energie, die da ist. Ich mag nicht die Ostsee, weil die Ostsee einfach immer da ist und so vor sich hin plätschert. Und ich bin selbst, glaube ich, auch ein bisschen so wie die Nordsee. Und was ich finde auch das Wattenmeer so faszinierend, weil du denkst, da ist überhaupt nichts und da ist alles in diesem Untergrund. Da sind so viele Systeme, die so ineinander greifen. Da sind die Wattwürmer, die den Sand immer durchflügen und dafür sorgen, dass der Sand gereinigt ist. Da sind die Muscheln, die das Wasser filtern und dafür sorgen, dass das Wasser gereinigt wird und die davon leben. Und die andererseits wieder die ganzen Vögel, die den ganzen Vögeln Nahrung geben und die dafür sorgen, dass diese Artenvielfalt in der Vogelwelt erhalten bleibt. Also da sind so viele Kreisläufe, die ineinander greifen. Dann ist das Wasser weg. Weißt du, diese Energie des Mondes, die für Ebbe und Flut sorgt. Und wenn das Wasser weg ist, wird der Wattboden so sehr aufgeheizt, dass es das Meerwasser, wenn es wieder zurückkommt, erwärmt. Und das ist einfach so faszinierend, wie viele Kreisläufe da ineinander greifen. Und das liebe ich. Hat dich einfach nie losgelassen. Kann ich total verstehen. Die Faszination so fürs Wattenmeer, das geht mir ähnlich. Ich habe als Kind immer Löwenzahn geguckt mit Peter Lustig und da gibt es eine Folge zum Wattenmeer, die ist super interessant, die kann ich jedem empfehlen. Und seitdem bin ich irgendwie fasziniert von diesem Thema. Du fragst in jeder deiner Podcast-Folgen als erstes deine Gäste, wann sie das letzte Mal beim Meer waren. Wann warst du denn selber das letzte Mal am Meer? Oh, gestern. Ich habe gerade gestern Podcast-Folgen aufgezeichnet. Und also ich war vorgestern in Cuxhaven und habe da eine Folge auf der Elbe 1 aufgezeichnet. Das ist ein alter schwimmender Leuchtturm, der von 1948 bis 1988 in der Elbmündung auf der Position Elbe 1 positioniert war, weil das eben damals... Ein schwimmender Leuchtturm. Ja, das sind halt rote Schiffe mit einem großen Leuchtturm in der Mitte. Und das war früher ganz schwer, in die Elbmündung zu navigieren, weil es eben so viele Sende gab und weil man irgendwie so einen ganz kleinen Bereich anpeilen musste, damit man die Elbmündung erwischte und nicht irgendwo auf den Senden festsaß. Heute kann das jeder mit seinem GPS und mit AIS, kann man jeder da rein navigieren. Aber früher ging das eben nicht. Und deswegen hat man da schon seit, jetzt müsste ich nachgucken, also schon seit vielen, vielen hundert Jahren war da immer ein Schiff positioniert. Viele sind auch gekentert, weil dadurch, dass da die Tide immer hin und her ging, so ein krasser Sog war oder sind dann im Orkan gekentert. Und dieses Schiff Elbe 1, das war da halt bis 1988, dann wurde es außer Dienst gestellt. Es ist das meistgerammte Feuerschiff Europas, glaube ich. Es ist 50 Mal auf dieser Position gerammt worden, weil die Schiffe das Leuchtfeuer zwar schon 23 Seemeilen sehen konnten, aber trotzdem dann drauf zugehalten haben und das Schiff gerammt wurde. Und da gibt es jetzt doch eine ganz rührige Fördermitglieder, die sich um das Feuerschiff kümmern. Das ist tipptopp in Schuss. Das ist ein schwimmendes Museum. Das kann man sich da in Cuxhaven angucken. Das ist auch ein Wahrzeichen Cuxhavens. Ja, da habe ich ein Interview gemacht mit den Seebären, die das Meer lieben und ja, die dann von ihrem Feuerschiff erzählen. Und dann war ich auch in Cuxhaven bei einer Wattwagenfahrerin. Also vor Cuxhaven liegt die kleine Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört. Ein ehemaliger Bürgermeister hat mal gesagt, das ist der schönste Stadtteil Hamburgs. Und ja, eben, weil es auch der Eingang der Elbmündung ist im Grunde.
Und man kann diese Insel erreichen, entweder mit der Fähre oder zu Fuß durchs Watt. Und deswegen gibt es extra so einen Brückenweg, an dem man sich dann orientieren muss. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Man soll deswegen unbedingt immer nur mit einem Wattführer unterwegs sein, weil es geht unterwegs durch mehrere Priele. Und dem Klimawandel geschuldet verändern sich die Priele sehr. Also sie werden sehr tief ausgespült. Und es ist echt inzwischen total gefährlich, da durchzugehen, weil da so ein großer Sog ist. Und es ist auch für die Wattwagen teilweise schwierig, da durchzugehen. Und ja, und die Wattwagen sind eben die dritte Möglichkeit, nach Neuwerk zu kommen, wenn man nicht zu Fuß will oder mit der Fähre. Dann fährt man mit einer Kutsche. Da fährt man 1,5 Stunden hin, hat eine Stunde Aufenthalt und dann fährt man mit der Kutsche wieder zurück. Und diese Frau, die ich interviewt habe, die kommt, ist aus so einer 300 Jahre alten Familie in Cuxhaven. Die sind seit Jahr und Tag immer da nach Neuwerk gefahren und haben, also seitdem es Gäste gibt in Cuxhaven, also jedenfalls hat es ihr Vater schon gemacht. Solange sie sich erinnern kann, sind die da hingefahren mit einer Kutsche und haben die Gäste hingebracht. Und sie macht das eben auch mit Leidenschaft. Und die postet auf Instagram immer so tolle Bilder, weil die natürlich ganz oft im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs ist, ne? Und dann mit ihren Pferden übers Watt galoppiert oder fährt halt. Und gestern war ich bei so einer kleinen Deichräucherei im Wangerland, die auch direkt hinterm Deich, wo die Radfahrer alle vorbeikommen, in so einer klitzekleinen, also damit angefangen haben, Fisch zu räuchern und das in so einem klitzekleinen Lädchen verkaufen. Und ja, und der Enno Bauer heißt der, der liebt es auch. Die sitzen dann da mit funkelnden Augen. Der ist dann mit mir noch zum Deich gefahren, da gibt es so eine tolle Plattform. Und dann habe ich gesagt, ja, auch die erste Frage halt, wann warst du denn zuletzt am Meer? Ja, heute Morgen. Macht er jeden Morgen. Er ist ja auch Deichgeschworener. Das wusste ich gar nicht. Was ist denn das? Was ist ein Deich? Ein Deichgeschworener ist? Ja, die Deichacht sorgt dafür. Also der Deich ist ja noch heute lebenswichtig. Auch deswegen ist er ja auch gerade wieder auf 9,50 Meter erhöht worden, weil der Meeresspiegel steigt. Und wenn wir die Deiche an der Nordseeküste nicht hätten, dann wäre das hier alles landunter. Also dann wär Deutschland kleiner, weil die Nordsee einfach viel weiter ins Land reinreichen würde. Und die Deiche, also wir können die Nordsee genießen, weil es die Deiche gibt. Die sind unser Schutz. Und es gibt an der gesamten Küste die Deichacht, die muss halt immer dafür sorgen, dass die Deiche keine Löcher haben, dass es keine Wühlmäuse gibt oder keine Kaninchenbauten in den Deichen gibt, dass auch kein Teak, das Teak ist das, was angespült wird bei Sturmfluten, dieser ganze Unrat, der darf maximal eine Woche auf dem Deich liegen, weil sonst wird die Grasnarbe, ist dann nicht mehr dicht, ist gefährdet und die Grasnarbe ist der Schutz, die schützt den Deich und deswegen müssen da auch immer Schafe drauf rumlaufen, dass die den Deich festtreten. Also das ist heute noch total wichtig, der Deich. Das ist unsere Lebensversicherung. Naja, und er ist halt Deichgeschworener und dann sagt er muss jeden Morgen gucken, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas da ist. Und meine letzte Frage war dann gestern, und wann fährst du wieder ans Meer? Und ich dachte, morgen früh. Nee, heute Abend. Abends gucke ich auch immer nochmal. Also der liebt es. Ja, total klasse, ja. Wie viele Deichgeschworene gibt es denn eigentlich? Weiß man das? Nee, wie viele Deichgeschworene es gibt, weiß ich nicht. Ich könnte raussuchen, wie viele Deichachten es gibt. Mhm. Weil die Deichacht, ist die Organisation. Also ich habe einmal für den Podcast ein Interview mit dem Oberdeichrichter gemacht. Oberdeichrichter Alwin Brinkmann, das ist der Chef der Deichacht in der Krummhörn. Die ist ganz im Westen Niedersachsens. Und dann gibt es der ganze Deich, ich glaube, das sind 600 Kilometer, ich müsste nachgucken. Der ganze Deich ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche und für jeden Bereich ist wieder eine Deichacht mit einem Oberdeichrichter zuständig. Und jeder Oberdeichrichter hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Deichgeschworene, die immer, jeder ist für seinen Abschnitt zuständig und muss gucken, ob der in Ordnung ist. Okay, finde ich total faszinierend. Ich habe auch gerade die ganze Zeit so der Schimmelreiter-Feeling, weil da geht es ja auch die ganze Zeit um den Deich. Ja, genau. Genau. Ja, aber der Deich ist echt noch total wichtig. Also das ist eben nicht nur eine Erhöhung, um den Sonnenuntergang zu genießen, sondern der schützt halt die Menschen, die da leben. Also du hast auf jeden Fall richtig spannende Gäste. Wie wählst du denn da überhaupt aus, wer da in den Podcast kommen kann?
Also, ich habe, bevor ich damit angefangen bin, habe ich mir eine Liste gemacht, ob ich es schaffe, Gäste für ein Jahr mir aufzuschreiben, die mir einfallen. Und das habe ich geschafft und dann habe ich immer weitergeschrieben und ich bin jetzt bei, meine Liste ist jetzt 300 Positionen lang. Also immer wieder bei so einem Gespräch gestern, dann kommen wieder hier, den könntest du doch auch mal fragen oder den könntest du doch auch mal fragen. Und die schreibe ich dann erstmal nur auf. Aber mein Kriterium ist dann, ich will natürlich Männer und Frauen möglichst abwechselnd haben. Das ist gar nicht so einfach, weil an der Küste eben viele Seebären sind oder weil in diesen Berufen oft Männer sind. Da gehe ich schon immer gezielt auf Suche nach Frauen. Und dann will ich natürlich Inseln und Festland berücksichtigen. Wobei ich im Moment ein bisschen festlandlastig bin, aber ich hatte auch schon mal eine Zeit, da war ich mehr auf den Inseln. Und dann springe ich noch hin und her zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Also das sind die Kriterien. Ne? Und was war so dein ungewöhnlichster Gast? Na, was glaubt ihr? Was werde ich antworten? Ihr wisst ja, wen ich in den vergangenen 61 Folgen so alles interviewt habe. Lasst euch überraschen. Nächste Woche machen wir an genau dieser Stelle weiter. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen zweiten Podcast Expedition Ocean Change hinein, den ich ja zusammen mit Arvid Fuchs produziere. Arvid hat gerade heute Morgen eine Mail geschickt, dass er morgen oder übermorgen den Hafen von Tassilaq an der Ostküste Grönlands ansteuert. Da gibt's also wieder jede Menge zu erzählen, was er unterwegs erlebt hat. Und wir werden dann eine neue Podcast-Folge aufzeichnen. Expedition Ocean Change, den Podcast gibt es eben auch da, wo es Podcasts gibt und auf der Website von arvidfuchs.de. Bei beiden Podcasts freuen wir uns über eine gute Bewertung und erzählt anderen davon, damit der Podcast immer, immer bekannter wird. So, wo auch immer ihr zuhört, lasst es euch gut gehen. Genießt das Meer. Und nächste Woche genießen wir es wieder gemeinsam.